Jetzt hast du nicht nur im Endspiel gegen ihn gespielt, sondern ein Jahr zuvor zwei Finalspiele mit dem VfB auch gegen ihn. Nur, leider nur ein Finalspiel, weil das Hinspiel, ja, da in Napoli, damals UEFA Cup Endspiel, Hinspiel, habe ich die zweite gelbe Karte bekommen, das war damals noch so, und habe eigentlich nichts gemacht. Und es ist auch erwiesen, dass der griechische Schiedsrichter war sein letztes Spiel, das wäre heute nach dem Videobeweis wahrscheinlich mit Sicherheit wieder zurückgenommen worden, weil ich bin 2 Meter weggestanden vom Kareka damals, der Mittelstürmer, und der hat sich fallen lassen und dann habe ich die gelbe Karte bekommen und durfte dann leider im Rückspiel nicht mitspielen, das mir natürlich schon sehr wehgetan hat, weil wir hatten 2-1 verloren, zwar in Napoli, aber das hätten wir noch drehen können zu Hause. Und ich erinnere mich an das Spiel, da spielte ein gewisser Maurizio Gaudino mit. Richtig, ja. Das war auch unser Dolmetscher damals, weil er aus Napoli aufgekommen ist. Und der Mauri hat dann auch das 1-0 für uns geschossen damals. Und das war für uns natürlich in Napoli schon ein großes Erlebnis. Das Stadion, was zwar ein elterliches Stadion war, aber die Stimmung, die die Fans dort gemacht haben, war sensationell, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und Napoli hat natürlich auch eine super Mannschaft gehabt. Nicht nur mit Diego, mit Careca, Alemão noch. Die hatten wirklich eine tolle Mannschaft und haben natürlich auch, glaube ich, im Endeffekt verdient gewonnen, wenn man Hin- und Rückspiel zusammennimmt. Wobei Maurizio Gaudino im Hinspiel besser war als Diego, in meiner Wahrnehmung. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht damals, das stimmt. Wer jetzt da besser war oder nicht besser war, schwer zu beurteilen, aber ich glaube, der Maurizio war natürlich auch doppelt motiviert in Napoli als Deutsch-Italiener dort zu spielen und er kommt ja aus Napoli und von daher war das für ihn natürlich das Größte dort zu spielen und er hat ein überragendes Spiel gemacht.